Jetzt, wo ich diese Information habe, kann ich zur Goldinsel. Die ist aber verschlossen. Das heißt, ich brauche den Schlüssel. Und den Schlüssel kriege ich von dieser einen Frau. Also nochmal hier hoch, nordöstlich. Na, gucken wir mal. Ich hätte einfach nur geradeaus durchfliegen, oder? Nordöstlich, nordöstlich. Ich fliege immer weiter nach Nordosten. Und bin jetzt einmal durch. Hallo. Ah, da. Na? Willkommen in der goldenen Stadt des Imperiums. Ah, vielleicht muss ich auch hier mit einem auf der Mauer reden. Verschlossen, okay. Also Meister Luna ist hier. Wir müssen nachher wieder hier hochrennen. Also auf den Berg. Nur damit wir mit Luna reden können. Oder wir müssen hier in eine der Häuser rein. Du, 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 du. Vielleicht da in dieser Kaffee-Dings muss ich nach oben. Ich meine, irgendwo musste ich eigentlich mit dem König reden, der mir dann sagt... König Midas hat den Palast am Stadtrand verschlossen, doch dann hat ein Spion aus Tanaskia den Schlüssel gestohlen. Den Spion hat man zwar gefasst, aber den Schlüssel hat man leider nie mehr gefunden. Jetzt wissen wir, die Frau hat den Schlüssel. Aber die Stadt hier ist aus Gold und ich meine, das ist wie in dieser einen Geschichte, der König, der sich gewünscht hat, alles was er anfasst wird zu Gold und dann konnte er halt nichts mehr essen und seine Kinder und hast du nicht gesehen. Damit hätte das sozusagen was zu tun. Ich gehe nochmal hier runter in das Café. Hier ist der Schmied, hier ist die Kaffee-Lounge. Also ihr seid schlecht fürs Geschäft, das wissen wir. Und hier ist nur, ja, alle meine Freunde sind Weihnachtsinsel gezogen. Mhm. Also, vielleicht hätte ich einfach letztes Mal, als ich hier war, nur mit dem Typen mal auf der Mauer reden müssen. Nur mal kurz schauen, was wir hier sonst haben. Hier haben wir... Ah, hier ist die Residenz. Hier wohnt König Midas. Im Erdgeschoss ist ein Hotel. Mit König Midas müssen wir vielleicht reden nochmal, um ganz sicher zu sein. Er wohnt in einem Hotel, im Prinzip. Hallo. König Midas ist zwar alt und hässlich, aber unglaublich reich. König Midas ist sehr alt. Ob er schon sein Testament gemacht hat? Mensch, Mädels. Okay. Ich dachte, es führt hier woanders noch hin. Aber es ist nur die andere Seite vom Hotel sozusagen. Gucken wir uns oben mal um. Ah, das ist die Tochter, die Königin. Die Mieten sind hier einfach zu hoch. Na? König Midas hat Mana dazu missbraucht, sich diese Goldinsel zu schaffen. Er hat wirklich keinen Respekt vor Mana. Dann reden wir mal. König Midas, ne? Habt ihr etwas Gold für mich? Ey, so ein Penner. Ist doch eh alles aus Gold, Junge. Gut, wir wissen also jetzt, dass die Dingens da den Schlüssel hat. Das weiß ich. Ich bin mir sicher. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie erstmal die Stadt finden. Hier haben wir den Vulkan. Ich habe keine Erinnerung mehr daran, welche Richtung wo was noch liegt. Also hier haben wir das Imperium, dann ist hier in die Richtung irgendwo das Dingelchen. Hallo? Hier ist die Wüste. Dieser Teersee oder was auch immer das sein soll.
Pilzhausen. Und das ist... Ah, hier, das ist Aquarius Dingsbums Tempel. Hier ist... Darf ich nicht sagen. Ich finde das alles noch. Ah. Pilzhausen. Ich hätte gedacht, hier müsste das irgendwo sein. Okay, schauen wir mal kurz auf die Karte. Nee. Pilzhausen. Ich finde das nicht. Hier ist Eislandschaft. Der Vulkan schon wieder. Aber wie ihr gesehen habt, ist der Vulkan mit Rauch bedeckt. Also zumindest im Zentrum. Das heißt, wir können dort nicht landen. So, vom Vulkan aus gehe ich erstmal nach Norden. Hier ist der Schattentempel. So, ich werde jetzt einfach hier landen. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Jahreszeitenwald, okay. Okay, das ist der Vierjahreszeitenwald. Das ist echt schwierig. Und ich habe keinen Bock auf diese verdammte Karte. Weil die mich zur Verzweiflung bringt. Okay, also. Machen wir es trotzdem. Geht erstaunlich schnell. Flup, 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 flup. Okay, lassen wir uns das anzeigen. Da oben rechts ist ein Punkt. Komisch. Okay. Da müsste das dann sein, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung, jetzt wo das... Gehen wir mal nach Westen. Lufti, flieg und sieg. So. Ja, hier endlich meine Fräse. Ich orientiere mich nachher immer von einer anderen Stelle aus. Dann muss ich nur in eine Richtung fliegen, dann komme ich hier an. So, jetzt du. Sie haben einen Mann eingesperrt, weil er einen Schlüssel zur Goldfestung gestohlen hat. Hier, ich habe den Schlüssel bei seinen Sachen gefunden. Aber was soll ich denn mit dem Schlüssel? Ich glaube, ihr könnt ihn besser gebrauchen. Schlüssel erhalten, yay! So, du alter Spion, lass mich gehen. So, ab zur Goldfestung. Gold. Di 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 di. Okay, suchen wir mal hier in der Richtung. Jetzt muss ich schon wieder eine Insel suchen. Das habe ich ja gehasst, ne? Irgendjemand eine Ahnung, wo ich hin muss? Links, rechts, links? Von hier aus? Vielleicht mal nach Süden fliegen. Hinten geht, glaube ich, der Mond auf. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang fliege. Ich kann mir es nicht merken, ich kann mir das nicht merken. Hier ist diese Dingelcheninsel.
was die da sein? Ja, sieht so aus. Okay. Ich bin ja bei der Dingelcheninsel, da muss ich... Irgendwie erstmal dahin, wo... So, jetzt haben wir hier... geht mir das wirklich auf die Nüsse, ey. Ich brauche irgendwie eine Karte hier irgendwie eingeblendet. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, welche Himmelsrichtung das ist, hier wird auch nicht mehr die Himmelsrichtung eingeblendet. Ich prüfe es mit Süden. Oh Mann, ey, das ist so ein... Ich kann nicht kotzen. So, Schlüssel. Ja, das hier zurechtfinden ist echt ätzend. So, neue Gegner. Hallo. Noch gleich. Ein Orb. Lanzenorb erhalten, yay. Ich glaube, den holen wir uns erstmal gleich, weil wir sind direkt im Eingang. Und das Witzige an diesem Tempel hier ist, dass wir... Ach, ihr werdet sehen. Ihr werdet es sehen. Es macht jetzt auch Sinn, warum Bertie sich hier niedergelassen hat. Das werdet ihr gleich sehen. So. Dann mir, bevor das Haus leer steht. So, Bertie, lass mich mal schmieden. Lanze. Ach, die... Juwelenspeer. Oh. Oh, Morpheus-Lanze. Das ist gut, das ist gut. So, ich nehme... Dann nehmen wir die Axt. Verdammte Axt. Okay, dann hauen wir die alle mal um da. Ding, 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 ding. Oh, ihr könnt mir gar nichts. Haha. Trottel. Aber die können hier auch zaubern. So, hier sehen wir gleich neue Gegner. Nämlich den da. Der versteckt sich hier hinter, wie immer. Alte Spacken. Und zack. Hier die Augen mal wieder. Aber hier sind wir jetzt ja nicht so gut ausgerüstet im Prinzip. Wir sind ja nur so gut ausgerüstet, wie man eigentlich hier sein könnte. Wo es natürlich auch sein kann, dass sie hier mit rechnen, ah, so viel Geld hat man in der Regel jetzt nicht. Aber kein Plan. Wir sind auf jeden Fall jetzt so weit ausgerüstet, wie wir können. Und wenn jetzt hier weitergehen, ich habe keinen Bock auf diese Typis. So.